Und damit herzlich willkommen zu einer neuen App, und zwar zu Royal Revolt 2. Ja, es gibt einen ersten Teil, den habe ich aber noch gar nicht gespielt, denn ich bin auf dieses Spiel gar nicht selber drauf gekommen, sondern ich wurde darauf hingewiesen. Boah, du zockst doch immer gern Tower Defense, und hier ist mal was anderes, denn ich finde, es ist so eine Kombination aus halbes Clash of Clans und Tower Defense. Und wie ihr seht, die erste Nachricht, die wir reinbekommen: Coupons einsammeln. Ja, das ist ein wichtiger Bestandteil. Coupons einzusammeln. Man kann natürlich Freunde einladen. Das werde ich natürlich in so einen Code noch rausgeben. Und ja, zu diesem Spiel. Wie man sehen kann, ich habe jetzt schon viel gezockt. Bin jetzt Level 14. Ich wurde heute wieder ausgeraubt. Das kann man in meiner History sehen. Nee, da nicht. Hier, wo die Coupons da sind. Also Coupons kriegt man jeden Tag so ein bisschen. Da kann man sich ein bisschen was von kaufen. Freundesliste, die History können wir mal öffnen. Da, ich wurde angegriffen vor einer Stunde. 5000 Gold wurde ich, also 5800 Gold wurde ich gemacht. Da war ein großer Jackpot. Da hatte ich aber auch viel Gold, weil ich meinen Thronsaal ausbessern wollte. Und ziemlich am Anfang. Also man wird eher von den höheren Rängen angegriffen. Ja, es gibt noch Rangliste, Favoriten. Und natürlich das Forum. Ja, und wie man sieht, hat man so eine kleine Burgstadt. Und es blinkt viel auf. Also man hat noch extra Diamanten, die man sich kaufen kann. So schwarze Perlen und hier unten Schatzkisten. Das blinkt hier oben ständig auf. Also wundert euch nicht. Was man hier machen muss, ist eigentlich so seine Taverne ausbauen. Seine Farmer, wo man mit halt angreift. Also mit denen essen geht man auf die Schlachtzucken los. Ich sammle noch einmal das voll, weil da mein Silo voll ist. Ja, und wie man sehen kann, sind ein paar Bauwerke von mir wieder fertig. Einmal das Tor, damit ich ein bisschen mehr bauen kann. Dann habe ich meine Angriffswellen nochmal erhöht. 10, 13, dass ich so ein bisschen starke Verteidigung habe. Und meine Fallen habe ich ein bisschen verbessert. Hier vorne. Also man kann ja auch immer noch alles verschieben. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Falle hier hinpacken. Oder auch wieder dahin. Und muss eigentlich nur draufklicken. Oder? Ist das ganz einfach gemacht? Also finde ich sehr, sehr interessant. Wie gesagt, Türme ausbauen, Städte ausbauen. Da gibt es noch eine Zusatzfähigkeit, nicht nur gegen Spieler anzutreten, sondern wenn man ins Verlies geht. Das schaltet man irgendwann frei. Kann man hier unten ins Verlies gehen und sozusagen Schätze freischalten. Ich muss gucken, welches Level müssen wir machen. Ah, okay. Okay, jetzt grabt unser Junge. Ich weiß nicht, wie lange braucht er ungefähr. 3 Minuten. Kommen wir auf jeden Fall hin, denn ich werde zwischendurch noch ein paar Kämpfe mit euch machen. Aber ich mache es ein bisschen mit das Prinzip zeigen, das ist sehr, sehr interessant. Was für Angriffsmöglichkeiten haben wir? Wir haben einmal Angriffsmöglichkeiten über die Kaserne, sprich mit den Einheiten, die wir zur Verfügung haben. Der Ogre, der wird freigeschaltet im Verlies. Und jetzt kann man dann halt sehen, was man noch alles weiteres bekommt. Dann gibt es noch die Zaubersprüche. Die natürlich Karten kosten. Und irgendwo gab es doch noch das andere. War das hier? Ah, hier sind die Baupläne, genau. Bauplan Fallen, Bomberturm. Ist die Frage, ein bisschen upgraden. Oder habe ich schon bis Level 6? Ich bräuchte die Werkstatt Stufe 4. Wie kostet die? 25.000 eine Stunde? Ja, die können wir wohl mal machen. Dass wir auf jeden Fall den Frostturm kaufen könnten, eventuell. Denn ich habe wieder, wie viel Platz habe ich denn offen? 2 Länder. Okay. Ich möchte einmal. Ah, das geht natürlich nicht. Was ist, wenn ich den so abkürze? Aber dafür den hier. Ich muss das mal ein bisschen umbauen. So, und dann können wir nämlich unsere ganze Einheitenbasis da reinstellen, beziehungsweise ich will das nochmal umändern. Ich will das und ich will einen verschnörkelten Weg haben. Da findet man einfach seine Tower. Kann die irgendwo platzieren hier mal. Ich nehme die meist und schiebe die nach oben hin. Irgendwo, wo Platz ist, dahin.
Also man macht am besten mal so verschnörkelte Wege, dass halt viel dadurch angegriffen wird. Und wenn man tatsächlich das einmal hier in der Kam. Oh, ja, die Böwe soll natürlich da bleiben. Wenn ihr zum Beispiel jetzt so geht, dann geht ihr hier rüber. Dann macht ihr da in der Mitte Tower, müsst aber so wieder rüber. Das macht ihr die ganze Zeit so, dass ihr die Leute echt ärgert damit. Also wirklich so penetrante Wege baut wie möglich, also dass das eine gute Verteidigung wird. Und wir wollen mal gucken, wie kann ich meine Verteidigung ausbauen. Also ich werde wohl... Also sowas ist schon sehr hart, also da muss man viel, viel drauf opfern, dass man da hinkommt. Ich werde mal eben alles in die Wege leiten da oben hin. Oder wir machen das da oben hin. Schieben, damit wir den mit dem kaputt machen können. Ja, ich weiß. Gebäude deplatziert. So. Zack. Also wie gesagt, man kann die paar Ruinen freischalten. Kosten dann halt gewisse Diamanten, die man sich dazu kaufen kann. Man kann aber ziemlich viele gute Wege machen, den man alles erschafft. Oh, der Weg ist frei. Wir können einen Kampf starten. Mal gucken, wie der Kampf ausläuft. Schauen wir mal eben. Also ich habe derzeit die Paladin und Bogenschützen drin. Ich schaue gerade mal. Also wir halten alles drei als Gegenverteidigung. Maximale Beute ist gar nicht so hoch. Na, ich mache gleich gegen einen normalen Spieler. Da muss ich noch ein bisschen für trainieren. Ich wollte das mal eben hier ein bisschen ausbauen. Ich gerade mit euch hier bin. Ich würde sagen. So. So, dass es echt penetrant wird. Sehr hohe Range damit. Ich würde das größte. Ne, das gefällt mir noch nicht ganz. Denn ich müsste eigentlich so ein großes Ding da mit haben. Ja, ich weiß, deplatzierter Tower. So löscht man das einmal ganz. Das ist ganz geil. Also geil gemacht. Ich würde so gern, dass es so in der Mitte ist. Also dass man. Deplatziert. So. Ja, deplatzierte Tower. Da ist ein Urin im Weg, was kostet die mir? Kaufen wir mal. Gehen wir wieder ein paar wieder. Okay. Also wir hätten erstmal die Tower hier. Die mit einer Barrier da ist. Eine Barrier da. Echt so ein penetranten, nervigen
Towerraum macht. So, und wir können noch zwei Türme bauen wieder. Und eine Falle. Boah, ich würde hier gerne eine Falle hinbauen. Da haben wir eine Falle. Ich habe kein Gold. Eine Blockade, also die ist ein bisschen stärker. Also ich brauche noch ein bisschen Cash, Cash, Cash. Und das Cash holen wir uns gleich von Gegnern. Wie brauchen wir denn dafür? 5000. Gut. Oh, eine Belohnung. Nett. Dazu gibt es halt Belohnungen zwischendurch. So, nö, kommen wir jetzt einfach den nächsten Gegner. Ah, der könnte was werden. Tower. Da haben wir was ganz Einfaches. Ja, ihr seht das, man kann wirklich durchwechseln zwischen den einzelnen Gebiete. Name ist natürlich Programm. So, und wir kaufen jetzt natürlich unsere Einheiten hier. Also wir haben von 1 bis 3 steigern. Und ihr müsst sehr aufpassen, wenn ihr mit der Maus klickt oben rechts. Seht ihr warum. Und, ah, hier hat einer schon die Taktik, dass er über Kreuz wieder den Tower hat. So, ich werde mir noch einen Bogenschützen holen. Ich muss erstmal auf den Tower gehen hier. Ja. Die Bogenschützen leiden sehr, sehr schnell. Ein bisschen leicht um den Tower ein bisschen kümmern. Und man verliert auch Leben nebenbei, man kann sich heilen. Zwischendurch. Bogenschützen kaufen, damit die von hinten aufräumen können. So, und jetzt geht's schon, damit schnell natürlich seine Verteidigung durchgekommen, dann geht's direkt auf die Burgmauern zu. Was natürlich durch die Lebensanzeige hier angezeigt wird. Und wir haben knapp 1,5 Minuten Zeit, um alles durchzugehen. Das ist sehr, sehr hart, das muss ich zugeben. In der ganzen Zeit habe ich keine Pause drin, was ich nicht mehr geschafft habe. Das ist sehr, sehr interessant. Sehr, sehr geiles Feeling. Ja, dann sieht man seine Erfolge, man ist hundertprozentig durchgekommen. Plus 8, plus 125 Medaillen. Und jetzt haben wir das Gute. Es gibt 3 Glückskisten, 3 Pechkisten und wir können ja erstmal Pech haben. Das erste Mal Pech haben, da ich das immer sehr hasse. Hole ich mir Münzen natürlich. Da nochmal Münzen. Ohne Pechkiste. Gut, kann passieren. Jetzt sehen wir, oh, wir hätten noch einen Helm bekommen. Hätte ich jetzt da unten geklickt. Wollte ich aber nicht, weil ich beim ersten Mal sehr finde, wenn ich da eine Pechkiste habe, dann mache ich das gerne einmal, weil man doch ab und zu ein paar Diamanten kriegt. Ja, hier kann man dann sein Geld noch fleißig ausgeben bei der Dame. Sehr, sehr teure Sachen ab und zu mal. Man kann jetzt einmal neue Chance geben für bessere Gegenstände. Aber das mache ich dann auch nur, wenn es wirklich Mist ist oder ich sehr, sehr viel Gold habe, was ich verbraten kann. Und wir sehen, in einer Minute ist das natürlich jetzt fertig. Und würde gleich auch die nächsten Tower bauen. Damit wir hier noch ein paar rumstehen haben. Ich den gerne hier oben haben. Ne, Moment, ich tausche den mal gegen den aus. Den gegen den. Und den schön dahin, damit er über das ganze, die ganze Fläche was hat. Das gleiche gilt hierfür. Bombentower. Die haben sehr eine hohe Reichweite. Das ist immer gut. Wie wo hat der die Reichweite? Der wäre da. Vielleicht machen wir noch das hier. Ja. Also vielleicht bei dem noch die Reichweite erhöhen. Wie hoch geht die nochmal? Scham plus 9, Reichweite plus 0. Okay, das dauert dann wieder. Ah, man kann sowas ins Lager packen. Das ist natürlich nice. Auswählen. Klar, weil wir einen im Lager haben, können wir ihn da hinsetzen. So, wir haben wieder einen Hammer frei. Und das würde ich gerne für einen Tower nutzen. Denn wir haben noch 2 offen. Ich würde, wie viel Gold haben wir? 50.000. 15.000 Tower einstellen, der dauert 3 Minuten. Das machen wir jetzt mal im Fix. Und den anderen lasse ich dann laufen. Die noch eine gute Verteidigung hier vorne kommen. Ja, der kann auf jeden Fall. Oh, Ruine im Weg. 50 Stück. Das ist ein bisschen teuer. Dann tun wir ihn dahin. Und den hier packen.
wie so eine geknuddelte große Formation haben. Und ich würde sagen, wenn euch gefallen hat, war ein ziemlich langes Video. Es werden noch ein, zwei Teile mehr kommen, wo ich ein bisschen meine Burg ausbaue. Ich sag jetzt mal so, einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, das ist ja wie bei V-Lot, das kommt je nachdem, wie viel ich Erfolg habe und wie weit ich gekommen bin, weil es bringt ja nichts Neues, nur was zu zeigen, wo es gar nicht Erneuerung gibt, und das ist gleich wie hier. Man sollte was Neues geben, sprich, ich bin jetzt 10, 20 Level wieder hochgestiegen, kann alles passieren, geht relativ schnell. Da werde ich euch natürlich Auskunft geben, wie ist mein Schloss, wie ist das, das, das. Das heißt, es werden nicht so viele Folgen gekommen, maximal vielleicht 10. Und dann könnt ihr euch das angucken. Wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich Kommentare runterschreiben. Vielleicht kommt dann noch so ein Endvideo, so das 11. Endvideo. Und wenn es dann noch wirklich sehr gut ankommt, gehe ich natürlich weiter. Also ihr könnt mich gerne angreifen, könnt mich hinzufügen, wir können eine Allianz gründen. Alles steht offen. Mein Name habt ihr. Bleibt natürlich offen. Ich kann, glaube ich, sehr auf meinem Thron soll das sogar gucken. Nö, jetzt nicht ganz, aber da habt ihr meinen Namen. Und ich kann euch verlinken. Das heißt, ihr kriegt einen Code von mir. Den will ich euch hinten unschreiben. Da könnt ihr euch mit einloggen, registrieren. Da kriegt ihr extra Coupons. Könnt ein bisschen mehr ins Game reinstarten. Ein paar Vorteile. Und dann hätten wir natürlich alles geschafft. Und ich sage, wenn es gefallen hat, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Flash-Shooter und tschüss.